das Fatigue-Syndrom äußert sich bei jedem Menschen letztendlich relativ unterschiedlich. Die Hauptsymptome oder Hauptmerkmale sind eigentlich, dass die Menschen über Abgeschlagenheit, Müdigkeit klagen, Antriebslosigkeit, dass sie einfach berichten, jetzt ist die Therapie vorbei, ich liege trotzdem 90% des Tages irgendwie im Bett und komme kaum hoch. Dass sie das Gefühl haben, Arme und Beine seien wie Blei. Das sind letztendlich so die Symptome eines Fatigue-Syndroms. Es kann bei jeder Erkrankung, bei jeder Krebserkrankung letztendlich zu einem Fatigue-Syndrom kommen. Häufig sehen wir es, wenn gerade auch bei jüngeren Menschen, die einfach aus ihrem Leben gerissen wurden durch diese Erkrankung und sich erstmal wieder neu finden müssen, und dann eben nach Abschluss der Therapie fast schon wie in so ein Loch fallen, dass sie einfach erstmal wieder ja ihr Leben neu ausrichten müssen und sich ihre Ziele neu stecken müssen. Und da sehen wir doch sehr häufig diese Fatigue-Syndrome. Was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man den Menschen, wichtig ist für die Menschen vor allem, dass man sie ernst nimmt, dass man sie wahrnimmt in ihren Beschwerden, dass man nicht immer nur sagt, ja, damit müssen sie leben, das kommt von der Chemotherapie, das wird schon irgendwann weggehen. Wichtig ist eine psychologische Betreuung, psychoonkologische Betreuung, die da sicherlich auch helfen kann und einen ganz wichtigen Stellenwert hat sicherlich auch die Physiotherapie, die Ergotherapie in der Behandlung dieses Fatigue-Syndroms.